nee, nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats, bist in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf ein Zimmer musst und dich packt der Fuß, dann sing ne, 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 ne. Sei nett zu deinem Brudertag. Sonst noch was? Wer kommt denn auf so eine dämliche Idee? Und der beste Bruder gewinnt sogar einen Preis. Nullste Klasse! Ein nullste Klasse Computerspiel! Das gehört schon mir! Aber dann muss ich nett zu Peter sein. Einen ganzen Tag lang. Naja, ich werd's überleben. Komm schon, Henry! Das muss auch anders gehen. Das muss auch anders gehen. Das ist es. Genau. Ich muss gar nicht nett zu Peter sein. Ach. Er passt nicht. Doch. Er passt. So. Perfekt. Jetzt machen wir ein paar Fotos. Alles für dich tue, Henry. Hier, füll das aus. Schreib, dass ich dir viele Geschenke kaufe und dir mein ganzes Taschengeld gebe. Henry, hier steht, dass deine Mama das Formular auch unterschreiben muss. Das macht sie doch nie. Sag niemals nie, Bert. Mama, unterschreibst du das bitte? Was ist das, Henry? Ach, nur eine Bestätigung, dass ich, diese Woche Karotten gegessen habe. Was? Wenn man gewinnt, kriegt man ein Jahr lang Karotten umsonst. Ha. Sei nett zu deinem Brudertag. Wieso sollte ich das unterschreiben? Weil ich wirklich nett zu ihm war. Schau, als Beweis habe ich sogar Fotos gemacht. Das ist nicht Peter, das ist Bert mit einem Wischmopp auf dem Kopf. Das unterschreibe ich natürlich nicht. Aber ich muss den Preis gewinnen. Tja, du könntest ja mal versuchen, wirklich nett zu deinem Bruder zu sein. Hä? Wenn du das schaffst, unterschreibe ich. Aber das ist gemein! So, bitte sehr. Und ich verspreche, dass ich dich jeden Tag gieße. Dann wird aus dir großes, gesundes Gemüse, voll mit guten, leckeren Vitaminen. Na, hör zu, du Zwerg. Ich muss nett zu dir sein, damit ich das nullste Klasse Computerspiel gewinne. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Mama unterschreibt das Formular, wenn ich heute nett zu dir bin. Den ganzen Tag? Ja. Das ist doch kein Trick, oder? Nein. Denn wenn es ein Trick ist, dann... Es ist kein Trick. Entschuldige. Dann ist ja gut, Henry. Wir haben heute ein Treffen vom Club der Allerbesten. Du kannst mit mir mein Zimmer aufräumen, bevor sie kommen. Ich kann's kaum erwarten. Toll! Dein Zimmer ist ja schon aufgeräumt. Nein, überhaupt nicht. Sieh dir mal die Bücher an. Und hier muss alles auf Hochglanz gebracht werden. Thank you.
soll ich sonst noch was machen, du Zwerg? Oh, ich meine, lieber Bruder. Ja, eine kleine Aufgabe hätte ich da noch. Dieses Spiel sieht wirklich lustig aus. Es hat sogar einen Raketenroboter-Modus. Gut, na schön, also was soll ich noch tun? Nächster Punkt auf der Liste? Brokkoli oder Karotten? Was ist besser? Macht Platz. Eine Kanne Tee und ein Vollkornobstkuchen. Bäh. Danke, Henry. Könntest du den Kuchen auch für uns schneiden? Du schneidest ihn aber nicht sehr ordentlich. Sei nicht so gemein, Henry. Ein Stück Kuchen, Olli? Nein, danke. Los, Club der Allerbesten. Sehen wir uns meine Briefmarkensammlung an. Oh, das klappt nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag brav und nett sein. Du hast es doch bald geschafft, Henry. Aber... Denk daran, wie viel Spaß du haben wirst, eklige nullste Klasse zu spielen. Henry? Ja, was willst du? Naja, was ich wirklich, wirklich will, ist das Elfen- und Feen-Comic-Heft von nächster Woche lesen. Du hast doch das Elfen- und Feen-Heft von dieser Woche. Aber ich will nicht das von dieser Woche. Ich will das von nächster Woche, Henry. Aber das kriegt man noch gar nicht. Stimmt genau. Das ist jetzt echt gemein. Wo soll ich die Elfen und Feen von nächster Woche auftreiben? Keiner hat das Elfen und Feenheft von nächster Woche. Das einzig Doofe an Elfen und Feen-Comics ist, es steht nicht drin, wie man Jungs ärgert. Ja, wie man Jungs ärgert. Bis auf die launische Laura. Ihre Eltern kaufen mir alles, was sich ihr kleines Herz wünscht. Also wahrscheinlich auch das Elfen und Feenheft von nächster Woche. Operation Elfen und Feen kann losgehen. Bitte sehr, lieber Bruder. Oh, vielen Dank, Henry. Ui, sieh mal, das Elfen- und Feen-Blumenfest. Elfen- und Feen-Spaß. Und schau mal, eine ganze Seite zum Ausmalen. Was? Nein, Peter, ich weiß nicht, ob du das machen solltest. Die kann ich rosa ausmalen und die da blau? Lesen wir meiner Puppe mein neues Elfen- und Feen-Heft vor, Susi. Spielen wir doch lieber zusammen verstecken. Nein, danke, Henry. Ich will jetzt malen. Aber du spielst doch sonst so gern verstecken. Ja, aber ich mal doch auch so gern Bilder aus. Häschen kann auch mitspielen. Oh, verstecken spielen mit Häschen? Oh ja, das wird schön. Gut, jetzt mach deine Augen zu. Und dann zähl bis 103. Na gut. 1, 2, 3. Zähl auch die halben. 5, 5,5, 6, 6,5. Setz dich hier hin, Püppi. Heute haben wir etwas ganz Schönes für dich. Ja, was ganz Schönes. Baby leicht. Oh je. Henry, was hast du in meinem Garten zu suchen? Gar nichts. Entschuldigt, ich muss los. Schnapp ihn dir! Wir kriegen dich, Henry! 100, 101, 101, 102, 102,5, 103. Achtung, ich komme! Hier drüben, Peter!
hab dich gefunden. Oh, das hat Spaß gemacht. Tja, ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, Henry. Du warst wirklich den ganzen Tag nett zu deinem Bruder. Ich unterschreibe dein Formular. Ja, ich hab's geschafft. Oh, das ist für dich, Henry. Ja. Was? Das ist nicht das nullste Klassenspiel. Sie haben mir stattdessen das doofe neue Elfen- und Feenspiel geschickt. Ui, Henry, sie haben dir mein Lieblingsspiel geschickt, damit wir es zusammen spielen können. Du bist wirklich der allerbeste Bruder.